Und es erfüllt dich vielleicht noch einen Tag und dann spürst du wieder das Gefühl der Leere. Das ist nämlich Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Johannes Ungerer und ich begrüße dich zum heutigen Video. Im heutigen Video möchte ich wirklich auf ein Thema eingehen. Als ich damals bei mir gemerkt habe, dass ich dieses Problem habe, über das ich heute sprechen möchte, habe ich auch mal gesucht bei YouTube. Ich habe das gegoogelt und ich habe sage und schreibe nichts Hilfreiches zu diesem Thema gefunden. Überhaupt nichts. Und gleichzeitig habe ich aber im Gespräch mit anderen Unternehmern, Selbstständigen und einfach Freunden von mir herausgefunden, dass nicht nur ich dieses Problem habe, dieses Gefühl habe, sondern dass es ganz, 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 ganz viele und vor allem ganz großen Teil der Unternehmer betrifft. Und darauf möchte ich heute eingehen. Und zwar, du siehst es schon am Titel, es geht um diesen Drang, diesen ungesunden Drang, produktiv sein zu müssen. Ja, es geht dir gut, wenn du produktiv bist und es geht dir nicht gut, wenn du unproduktiv bist. Und du spürst irgendwie, ich muss jetzt, und wenn du mal irgendwie ein paar Stunden nichts gemacht hast, so, ich sollte jetzt mal langsam wieder ran, so und da und da und da. Einfach so ein Zwang, so ein Drang, wenn das bei dir auch nur ansatzweise anklickt, wenn das irgendwie da ist bei dir, dann schau dir auf jeden Fall das heutige Video bis zum Ende an. Das wird dir sehr, sehr, sehr viel bringen. Ich zeige dir nämlich heute meine Schritt-für-Schritt-Abfolge, wie ich es in den letzten Monaten geschafft habe, dieses Gefühl komplett loszulassen, komplett abzulegen. Und ich kann dir versprechen, dein Leben wird eine komplett neue Qualität bekommen, wenn du, egal in welchem Moment, unabhängig von den Umständen, glücklich sein kannst, zufrieden sein kannst, in deiner Ruhe sein kannst. Und aus dieser Ruhe, aus diesem Vertrauen kannst du auch viel, viel besser neue Projekte starten, deine Unternehmen aufbauen, weil du es nicht mehr aus diesem Zwang heraus tust, ja? Du arbeitest nicht mehr, du hasselst nicht mehr, weil du musst, sondern weil du einfach verdammt Bock drauf hast. Und dann ist plötzlich dieser Shift, du arbeitest nicht mehr aus dem Mangel heraus, sondern du arbeitest aus, ich sag's mal, aus der Fülle heraus. Ja, einfach weil du Bock drauf hast. Und aus dieser Fülle entstehen so viel wertvollere Projekte, Unternehmen, was auch immer du dir vorstellst, was du aufbauen willst als Unternehmer. Das ist ja das Geile als Unternehmer. Ja? Wir können ja aufbauen, was wir wollen. Wir sind nicht eingeschränkt, außer durch unseren eigenen Verstand. Und dafür ist ja auch mein Kanal da, dass du eben auch nicht mehr durch deinen eigenen Verstand eingeschränkt bist. Und das ist ja das Geile als Unternehmer. Und das ist auch wirklich das, was ich glaube, was jeder erfolgreiche Unternehmer wirklich tut. Ja, er baut nicht irgendein Unternehmen auf aus dem Zwang heraus, weil er denkt, er hätte noch nicht genug und braucht irgendwie mehr Geld oder mehr Ansehen oder was auch immer, mehr Mitarbeiter, keine Ahnung. Sondern einfach, hey, aus der Freude heraus, wenn man Bock drauf hat, ein Unternehmen aufzubauen. Und jetzt möchte ich reinstarten mit dir gemeinsam in meine Schritt-für-Schritt-Abfolge. Und zwar besteht die aus 5 Schritten, 4 bis 5 Schritten. Und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Auf jeden Fall erstmal generell, woher kommt dieses Gefühl, irgendwie, dass man immer schaffen muss, immer hustlen muss, immer machen, immer arbeiten und irgendwie, wenn man nicht arbeitet, wenn man nicht produktiv ist, fühlt man sich irgendwie schlecht. Das ist wie eine Sucht. Ja, das ist im Endeffekt eine, für mich ist die Definition einer Sucht, wenn dieser Drang so stark wird, dass es irgendwie ungesund ist, ja, dass man sich nicht mehr gut damit fühlt, dann ist es in meinen Augen eine Sucht. Und von daher würde ich sagen, dass das wie eine Sucht nach Produktivität ist. Und bei jeder Sucht versuchen wir Menschen, irgendetwas zu füllen, was in uns drin noch nicht irgendwie gefüllt ist. Wir haben irgendwie das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht vollkommen erfüllt zu sein und versuchen, dieses innere Loch mit etwas Externem zu füllen. Das ist nicht möglich, aber es fühlt sich für uns so an, als wäre das möglich. Es funktioniert dann nämlich auch, wenn du dann zum Beispiel irgendwie hart am Gas geben bist im Business und du erzielst irgendeinen Erfolg, ja, und hast plötzlich irgendwie das erste Mal 10.000 Euro Gewinn im Monat erreicht zum Beispiel. Ja, und dann bist du irgendwie voll euphorisch und du bist irgendwie erfüllt und du spürst diese innere Leere nicht mehr. Dann nach einer Zeit, nach ein paar Monaten, nach ein paar Wochen, nach ein paar Tagen, je nachdem, an welchem Punkt du bist, hört dieses Gefühl auf. Und egal, was du erreicht hast, die Leere kommt wieder. Aber du hast ja gelernt, hey, ich muss einfach nur das nächste Ziel erreichen und dann wird meine Leere wieder gefüllt. Und dann habe ich das Gefühl nicht mehr, dieses eklige Gefühl der Leere.
Und du hast ja letztes Mal gelernt, ey, letztes Mal war das Gefühl weg, nachdem ich meine 10.000 Euro erreicht habe. Das heißt, jetzt muss ich einfach meine 50.000 Euro Gewinn im Monat erreichen und dann wird das Gefühl für immer weg sein. Und dann erreichst du deine 50.000 und das Gefühl ist weg. Aber dieser Timeframe, in dem das Gefühl wirklich weg ist, der wird immer kleiner. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du 1 Million Euro Gewinn im Monat machen musst und es erfüllt dich vielleicht noch einen Tag. Und dann spürst du wieder das Gefühl der Leere. Das ist nämlich nicht abhängig. Du kannst dieses Gefühl der Leere nicht füllen mit etwas Externem. Gut, und das ist im Endeffekt eine Sucht, wenn man versucht, etwas, ein inneres Loch, etwas, was dir in dir drin irgendwie fehlt, was dich unerfüllt fühlen lässt, mit etwas Externem zu füllen. Es funktioniert nicht, auch wenn wir daran glauben, dass es irgendwie funktionieren könnte. Und jetzt kommen wir zu meinen 5 Schritten, wie du das lösen kannst. Ganz einfach, ganz leicht. Der erste Schritt ist, dass du dieses Verlangen in dir, oh ja, ich muss jetzt sofort wieder hustlen, auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut, dass du es einfach mal ignorierst. Dass du einfach mal, wenn du vielleicht gerade auf der Couch sitzt und irgendwie mit deiner Freundin oder so einen Film guckst oder deinem Freund, ja, und du hast irgendwie das Gefühl, oh, ich muss wieder hustlen, dass du dann nicht danach nach dem Film sofort aufspringst und wieder hustlst, sondern dass du mal sitzen bleibst und dass du dieses Gefühl, diesen Drang, diesen Druck einfach mal ignorierst. Und im zweiten Schritt, während du dann da sitzt und du spürst dieses Gefühl, dass du einfach mal, vielleicht nimmst du dir ein Notizbuch, dass du diesem Gefühl meine Stimme gibst. Das ist der zweite Schritt. Also, dass du wirklich mal aufschreibst oder sogar aussprichst, was dieses Gefühl sagen möchte. Das ist der zweite Schritt. Am besten, ich finde es immer leichter beim Aufschreiben. Es kann auch sein, dass dir das mit dem Aussprechen leichter fällt. Aber wenn du vielleicht Leute um dich rum hast und dir ist es peinlich, dann schreib es lieber einfach auf. Ja, schreib das auf, was das Gefühl dir in diesem Moment sagen will. Im nächsten Schritt fängst du an, mit dieser Stimme zu reden. Mit diesem Gefühl zu reden. Also sprichst es aus oder wir bleiben jetzt mal beim Notizbuch und fängst an, in dem Notizbuch zu schreiben und am besten einfach Fragen zu stellen. Ja, dann kommt meinetwegen, das Gefühl sagt, und du fragst, warum? Warum? Also warum willst du das? Warum sagst du das? Warum fühlst du das? Warum denkst du das? Je nachdem, was dieses Gefühl dir halt sagen will. Und du fragst, warum? Und du wirst darauf eine Antwort bekommen. Wieder aus deiner Intuition schreibst du wieder auf und dann gehst du tiefer rein. Du fragst nochmal, warum? Und du hörst wieder, was kommt intuitiv bei dir für eine Antwort, wenn du tiefer reinfragst. Und du machst es immer weiter. Du fragst 3, 4, 5 Mal warum, bis du wirklich das Gefühl hast, du kannst nicht tiefer gehen, du bist bei der Ursache angekommen. Und dann tatsächlich bist du auch an dem Punkt der Bewusstmachung. Und das ist der erste und wichtigste Schritt überhaupt, um das Gefühl auch dann loszulassen. Du hast es jetzt bewusst gemacht. Du weißt jetzt, warum du dieses Gefühl hast, dass es irgendwie, dass du immer produktiv sein musst, immer hustlen musst, immer Gas geben musst und wenn du es nicht tust, dann fühlst du dich schlecht. Du kennst jetzt die Grundursache, wenn du diese Schritte, die wir gerade genannt haben, durchgegangen bist. Und was dir auffallen wird, ist, dass diese Grundursache extrem lächerlich ist. Ja, und das ist einfach extrem übertrieben. Ja, in 100% der Fällen, wenn du wirklich zur Ursache deines Mangels irgendwie kommst, dann wirst du immer checken, Alter, das ist ja voll übertrieben. Ja, das könnte sowas sein wie, ich habe irgendwie Angst, dass alles zerbricht und ich auf der Straße lande und meine kompletten Freunde und meine Familie mich verstoßen und ich jeden und alles verliere und was auch immer. Das ist so eine Urangst in uns drin, ja, dass wir irgendwie verstoßen werden oder dass wir alles verlieren, was wir haben und auf der Straße landen. Oder das sind so Urängste. Aber das ist ja offensichtlich komplett übertrieben, oder? Und das darfst du dir in diesem Moment dann auch selber zeigen, dass das einfach komplett übertrieben ist. Und wenn du es schaffst, sogar an den Punkt zu kommen, dass du darüber lächeln kannst, dass du lachen kannst über diese Ursache, ja, weil du einfach siehst, das geht komplett an der Realität vorbei. Das ist einfach nur unser Reptiliengehirn, das uns irgendwie sagt, so, oh, alles ist ganz, ganz, ganz schlimm und wenn wir jetzt nicht sofort in den Überlebensmodus reingehen, dann zerbricht alles, was wir uns irgendwie aufgebaut haben. Und das ist natürlich offensichtlich Schwachsinn und das darfst du dir in diesen Momenten dann eben auch erklären. Ja, das darfst du dir bewusst machen und durch diese Bewusstmachung entziehst du die Kraft
von diesem bis dahin unbewussten Zwang. Ja? Und dir wird auch auffallen, sobald du bei dieser Ursache angekommen bist und gecheckt hast, wie übertrieben und wie lächerlich das ist, dass tatsächlich auch der Drang, jetzt sofort produktiv sein zu müssen, weniger wird. Und ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Das waren jetzt übrigens erst 4 Schritte. Der 5. Schritt wäre dann, wenn das Gefühl wieder aufkommt, alle Schritte zu wiederholen. Ja, und dann nochmal durchzugehen und einfach loszulassen. Das darf auch ganz leicht sein. Du musst es jetzt nicht irgendwie noch Monate oder Jahre mit dir rumtragen. Das kann auch einfach ganz leicht sein. Du darfst auch das nach dem ersten Bewusstmachen wirklich komplett loslassen, dass du dieses Gefühl dann nie wieder hast. Das darfst du auch. Also das ist nicht. Also es ist generell, wenn du irgendwie Dinge aus der Vergangenheit oder irgendwas loslassen möchtest, dann geht es da nicht darum, irgendwie, dass du 10 Jahre lang jeden Tag irgendwie daran arbeiten musst und meditieren musst oder so. Es geht vielmehr darum, wie offen bist du, das einfach loszulassen, das einfach gehen zu lassen. Ja, es darf ganz leicht sein. Es hängt nicht davon ab, irgendwie wie tief die Wunde da sitzt, die irgendwie in der Vergangenheit bei dir entstanden ist. So, eine Sache möchte ich noch ansprechen, weil ich früher immer das Gefühl hatte, dieser Drang sei etwas Gutes. Ja, dieser Drang sei irgendwie gut, weil er mich eben motiviert, mehr Gas zu geben und mehr zu hustlen. Und ich dadurch natürlich dann auch mehr erreiche, schneller erfolgreich werde und so weiter. Und das ist ein sehr spannender Irrglaube, auf den möchte ich gerne noch eingehen, falls du den auch hast. Denn das ist einfach ein Glaubenssatz, der dich sehr, sehr stark in deiner persönlichen Entwicklung einschränkt. Denn es ist zwar so, ja, du wirst mehr hustlen. Aber wenn du aus diesem Zwang, aus diesem Drang heraus hustlst, dann tust du das immer aus einem Mangel. Ja, denn wenn du es aus reiner Freude machen würdest, dann hättest du dort keinen Zwang. Dann hättest du dort keinen Drang, es tun zu müssen, sondern es würde automatisch passieren fast. Ja, es würde einfach fließen, weil du Bock drauf hast, weil du einfach deinem Herzen folgst oder deiner Leidenschaft oder wie du es auch nennen willst. Und immer wenn du es eben, wenn du dich zwingen musst, das zu tun, dann arbeitest du aus einem Mangel heraus. Und es kann auch sein, dass du aus dem Mangel heraus ja sehr, sehr viel erreichst und sehr, sehr groß und sehr, sehr viel Geld verdienst. Es kann sein, aber es wird immer von minderer Qualität sein. Ja? Es wird nie langfristig funktionieren und du wirst nie dadurch erfüllt sein oder irgendwie sowas. Und erst wenn du wirklich aus der Freude heraus ja, agierst und aus der Freude heraus auch deine Projekte angehst, dein Unternehmen aufbaust, dann wirst du auch Erfüllung in allen Lebensbereichen erfahren und natürlich auch im Finanziellen. Und zwar auch weitaus höher gehend, also du kannst weitaus mehr Geld verdienen, wenn du einfach das tust, was deiner Leidenschaft entspricht, als wenn du irgendwie aus dem Mangel heraus arbeitest. Ja? Und vor allem das ganze Tun wird einfach eine viel höhere Qualität haben und das ist sogar noch 1000, wenn nicht Millionen Mal wertvoller als alles Geld, was du auf der Welt verdienen kannst. Ja? Und das möchte ich dir gerne noch mitgeben. Ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen und ich bin froh, dass es jetzt im Internet für Menschen, die dieses Gefühl haben, auch etwas Hilfreiches gibt. Wie gesagt, früher habe ich da nichts zu gefunden und deswegen wollte ich unbedingt dieses Video hier für dich aufnehmen. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Falls ja, dann gib mir gerne einen Daumen hoch und ja, mach dir noch einen schönen Tag und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg und ganz viel Spaß beim Loslassen und ja, dass du einfach mit mehr Freude dein Unternehmen aufbaust. Also mach's gut. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich schätze das sehr, auch dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Und ja, ich wünsche noch einen schönen, angenehmen Tag. Mach's gut, dein Hannes.